Power Service gibt es seit ca. 50 Jahren als eigenständige Firma und ist jetzt inzwischen seit mehreren Jahren eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mediamarkt Saturn. Und die betreiben Dienstleistung für Märkte, aber auch Direktkunden, Hilfestellung von der Ferne aus, deswegen, weil wir natürlich auch ein Kontaktcenter haben auf der anderen Seite und damit bei einzelnen Themen, zum Beispiel unser sogenannter PC-Doc, wie wir das nennen, remote bei dem Kunden sich aufschalten können. Also wir können beides, wir können dem Kunden per Telefon helfen in vielen Fällen, aber auch, wenn wir zum Beispiel das Thema haben, der PC läuft nicht, der Druckertreiber funktioniert nicht, können wir uns remote auf den PC des Kunden einstellen. Cottbus hat uns überzeugt, weil wir letztes Jahr für die Weihnachtszeit Unterstützung gesucht haben. In der Weihnachtszeit boomt natürlich jedes Geschäft. Und wir haben dann versucht, die Mitarbeiter zu rekrutieren und haben wirklich einen großen Aufbau hingelegt. Und da kam einer unserer Kollegen in Köln, der hier aus Guben, nahe bei Cottbus, kommt. Er hatte die Idee zu sagen, Mensch, wir können doch Homeoffice in Cottbus und Umgebung anbieten. Da gibt es ganz tolle Mitarbeiter, die sehr, sehr affin sind für das Thema Service und Kontaktcenter. Lass uns das doch mal probieren. Und da wir ein Unternehmen schneller Entschlüsse sind, habe ich innerhalb von ein paar Tagen gesagt, okay, wir machen es, wir probieren es. Und es war wunderbar. Wir haben ad hoc aus dem Stand 21 oder 25 Meter, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, gefunden. Und die haben wir eingestellt und die bearbeiten seit über einem Jahr die Mailbearbeitung für den Online-Bereich, für den Online-Kunden. Der Standort ist ausgelegt in Summe mal für 250 Mitarbeiter. Wir haben hier in diesem Standort 162 Arbeitsplätze. Wir werden also auch Homeoffice weiterhin anbieten und auch forcieren, weil das für uns sehr wichtig ist, weil wir da das Thema Familie und Beruf vereinbaren können. Wir haben zurzeit 100 Mitarbeiter, die wir für das Weihnachtsgeschäft aufbauen und in den kommenden anderthalb Jahren werden wir auf 250 Mitarbeiter wachsen. Wir freuen uns, dass sich Mediamarkt Saturn Power Service für den Standort Cottbus entschieden hat. Gerade die Callcenter-Branche ist eine Branche, die am meisten wächst, die schnell wachsend ist. Und ich glaube, das Berufsbild hat sich auch etwas geändert in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr der Typische, der nur anruft. Nein, hier ist hartes Training, viel Schulung dabei, um diese Aufgaben, die zum Beispiel Mediamarkt Saturn fordert von ihren Kunden, auch erfüllen zu können. Also die Entwicklungsgesellschaft Cottbus hat hier tatkräftig Mediamarkt Saturn unterstützt, diesen Standort einmal für sich zu entdecken, zum zweiten auch den richtigen Standort, sprich die richtigen Büroräume auch zu finden und natürlich auch, das ist auch ganz wichtig, unsere Entwicklungsgesellschaft ist jetzt, nun haben wir keine Neuansiedlung, sondern eine Bestandsgewerbe auch weiterhin kräftig bemüht, dieses Unternehmen hier zu begleiten. Wir sind mit vielen Unternehmen im Gespräch und das dauert eben halt immer wieder und dauert recht lange, ehe man dann so eine Entscheidung treffen kann. Hier bei Mediamarkt Saturn war es ein halbes Jahr, ehe wir heute diese Eröffnung offiziell vornehmen können. Und so ist das eben in anderen Gesprächen mit Unternehmen auch.